Mein Name ist Daniel Strauß. Ich bin seit über 40 Jahren in der Bürgerrechtsarbeit tätig. Aktuell bin ich der Co-Vorsitzende der Bundesvereinigung der Sinti und Roma. 90% der deutschen Sinti und Roma sind dem Völkermord zum Opfer gefallen. Nur etwa 10% haben dieses Verbrechen überlebt. Ihnen ist alles geraubt worden. Ihre Gesundheit, ihre Familie, ihr Eigentum, ihre Würde, aber auch ihre Bildungsteilhabe. Denn die Überlebenden waren die jungen Leute, die an dem Schulsystem im Dritten Reich nicht teilnehmen durften. Und diese Menschen haben dann 37 Jahre lang dafür gekämpft, dass es dieses Denkmal gibt. Vor 37 Jahren gab es die politische Anerkennung durch Helmut Schmidt, dass das ein Völkermord war. Und das kam aber nicht von allein. Bei dieser Gedenkveranstaltung 1979 war ich 14 Jahre. Mit meiner Familie bin ich dort angereist. Das ist mein Schwager Ewald Weiß und mein Schwager Waldemar Braun. Er ist Auschwitz-Überlebender, genauso wie mein Onkel Schopper. Und wir waren damals sehr beeindruckt davon, dass so viele Sinti und auch die politische Prominenz gekommen ist und es uns gelungen ist, das auch in die Öffentlichkeit zu transferieren. Dieser öffentliche Druck 1979 und auch Ostern 1980 hier bei dem Hungerstreik in Dachau, dort hinten ist Hans Braun, mein Onkel, der daran teilgenommen hat. Dieser Druck hat dazu geführt, dass 1982 dann die politische Anerkennung als Völkermord eingestanden wurde. Und dann hat es weitere 30 Jahre gebraucht, um dieses Denkmal dann hier in Berlin zu realisieren. Aber auch das war nicht eine Freiwilligkeit, sondern ist unter Druck, durch öffentlichen Druck und Druck von den Zeitzeugen realisiert worden. Wir sehen hier das Bild 2003 mit der Aktion an dem Grundstück, in dem dieses Denkmal eingefordert wird. Hier sehen wir meinen Vater Heinz Strauß und die Angehörigen meiner Familie und natürlich viele andere Zeitzeugen, die immer noch in dieser Generation um dieses Denkmal gekämpft haben. Dann hat es wiederum 10 Jahre gedauert, bis 2012 dieses Denkmal eröffnet wird. Jetzt haben wir im letzten Jahr 10 Jahre dieses Denkmal und schon wieder ist es gefährdet. Gefährdet dadurch, dass der Berliner Senat eine S-Bahn plant, die unser Denkmal beschädigt und das ruhige Gedenken verunmöglicht.